zeigen euch jetzt heute mal, was wir hier ausgegraben haben. Wir haben hier den Standort von einem guten Freund von mir, der tatsächlich über sehr, sehr viele Ohren- und Jagdkammer verfügt, die wir zum Glück auch alle vor die Linse kriegen dürfen. Deswegen machen wir mit euch jetzt eine kleine Begehung und zeigen euch, was der Silvan alles so gesammelt hat und was er uns alles so zur Verfügung stellt, was wir vor die Linse stellen können. Also, wir fangen an mit dem Außencarport. Hier haben wir einen Renault 5 in einem unglaublich matten Lack, also eine absolute Katastrophe vom Zustand, aber inzwischen tatsächlich auch recht selten geworden. Wir gehen jetzt auch nicht weiter in jedem Detail auf die Autos ein, ihr könnt uns ja auch einfach sagen, was ihr interessant findet oder was ihr gerne präsentiert haben wollt. Citroën XM. Super charismatisches Fahrzeug, komplett zugeschissen und von Katzen überlaufen worden, in einem herausragenden, sieht man es, matte Aubergine. Das ist ein 3 Liter V6, erste Serie mit hydropneumatischem Fahrwerk hinten, total geil. Die Autos, die jetzt hier drunter stehen, sind wahrscheinlich erstmal in der nächsten Zeit nicht so geeignet, dass man die vor die Linse kriegt, aber vielleicht hier irgendwann mal. Und wie gesagt, wir zeigen es euch, weil es einfach wieder super interessante und besondere Fahrzeuge sind. Genau, XM, Schubkarre, klettern wir drüber. Und hier kommt es dann wieder etwas bekannter euch vor, weil hier haben wir wieder ein originales W124 Taxi. W126 sind wir gerade gefahren. Ist auch ein 300D, zweite Serie, also heißt Mob 1. Machen wir damit vor, dann zeigen wir dir noch was Besonderes. Oder jetzt darf ich noch nicht umfallen. Ja, du fällst nicht um. Hier oben interessante Verkabelungen vom Taxi, Taxi-Schild halt, dann die Sonnenblende. Abgeschlossen, leider ist zu. Ja, wenn du hier von vorne noch mal schaust. Super geil, charismatisches 124er Taxi, noch schön mit der roten Umweltplakette. Sowas sollte man auf jeden Fall wieder zum Leben erwecken. Und wir, jetzt gehen wir mal in die heiligen Hallen rein und machen einen auf Grip, weil die gehen auch immer in die heiligen Hallen. Folgt mir. Ja, in Anlehnung einer. Was war das? Ja, okay. Los. Ja, schürt wieder unser ganzes Video. Ja, wir haben hier einen. Weiter geht's innen. Wir haben hier einen indisch-roten Porsche 924S, der allerdings komplett leer ist, wenn du mal schaust. Abgeschlossen natürlich wie alles. Sehr, sehr schlechter Lackzustand. Keine Ahnung, was der Elschenbrüchel mit der Karre vorhat. Ja. Trotzdem, wie ich finde, immer charismatisch. 924, Trans-Axle-Bauweise, Motor vorne, Getriebe hinten. Da stehen ein paar Sitze, die schauen nach Original Porsche aus. Hoffentlich befindet sich der auch bald mal wieder im Aufbau. Ganz spektakulär haben wir hier natürlich einen 48er Morris, ein super interessantes Auto aus Großbritannien mit natürlich einem rechtsgelenkten Lenkrad. Sagt man das so? Rechtsgelenkten Lenkrad, oder weißt du, was ich meine? Genau, auch hinten mit diesen Kofferfächern, also super, super schön, super interessant. Kennen wir uns halt natürlich gar nicht mit aus, haben wir keine Ahnung von. Deswegen muss der Tobias erstmal das Ding herrichten und dann schauen wir mal, ob wir das gefilmt kriegen. E39 BMW 528e, also M52B. 28 Motor ohne Warnus, ohne Doppelwarnus. 7% Warnus. 97. Genau, noch mit Einzelwarnus, also kein TÜ. Ist in der wunderschönen Farbe Glacier Grün Metallic, weil hier drin sehr silber aussieht. Lackiert, schaut wunderbar aus, keine Dachreling, auch wieder sehr interessant. Ist natürlich auch wieder abgesperrt, hat aber eine englisch-grüne Innenausstattung und natürlich originale BBS Kreuzspeichenräder. Ja, das ist wie gesagt genau unsere Welt und da gehen wir hoffentlich irgendwann auch mal näher drauf ein. Hier oben, ja, man sieht es schlecht, hier ist ein Mopf 0 Kombi W124 in Arktik Weiß mit einem sehr rostigen Kotflügel, wie du siehst. Hier unten haben wir einen signalroten 190er stehen mit einer originalen BBS Front. Da müssen wir aber erst einmal ein bisschen räumen, dass man das vielleicht sieht. Noch so dran. Wichtig, wie gesagt, unten hier die Spoilerlippe, super interessant und auch sehr, sehr selten. Genau, originaler BBS 190er ist ein ganz normaler M102 mit dem 2 Liter Motor. Ja, genau, 190er. Dann gehen wir weiter. Hier haben wir einen Bundeswehrgrünen, hat Audi-Ringe drauf, sollte ein DKW sein, oder? Ja, ist ein DKW. Genau, auch leider sehr leer, Zustand leider sehr restaurierungsbedürftig, aber gar nicht so rostig, also schaut eigentlich schön aus, hat ein Bakelit-Lenkrad drin, wie du siehst, hier innen drin, im Prinzip nichts mehr drin. Golf 4 hatte ich auch mal gehabt, 1,9er TDI mit Standschäden, das ist das Erstfahrzeug von Silvan, deswegen wurde er nicht verkauft, ist in einem eigentlich recht guten Zustand sonst, außer dass er halt einfach seit Jahren steht, ist ein
115 PS, 116 PS, 115, 116, ich weiß es nicht genau, TDI mit 6-Gang-Handschalter. Ja, keine Ahnung, was ich dazu weiter sagen soll. Ob euch sowas interessiert, das müsst ihr uns wie gesagt sagen, weil dann bringen wir sowas mal vor die Tür. Ich habe einen US-Amerikaner, einen Cadillac mit 7,7 Liter Big Block V8. Eigentlich ja auch gar nicht so unsere Baustelle, aber wenn euch sowas interessiert, können wir euch das gerne auch einmal vor die Kamera lotsen. Super schöne Farbkombination, außen schwarz, viel Chrom, innen rotes Leder. Was wir hier noch haben, geht dann wieder eher in unsere Sparte. Das ist ein Achatgrüner 190er, M102, Einspritzer. Sehr, sehr schöne Farbe, weil es ja kein Metallic auch ist. In einem sehr adäquaten Zustand. Erste, naja, ist schon 1,5er Serie, weil er hat schon die große, die beiden Waschdüsen. Baujahr? 87er, 190E. Ja, gehen wir mal weiter in die nächste Halle und schauen, was sich da noch so alles an Schätzchen befindet. Ja, wir lieben ja Fahrzeuge. Filmen wir? Wir filmen immer noch. Wir lieben ja Fahrzeuge mit Scheiben. Das ist windig. Wir lieben ja Fahrzeuge mit Scheibenwischer für die Scheinwerfer. Wir haben einen Volvo 69, 3 Liter mit 204 PS. Sehr, sehr schöne Farbe auch, wie ich finde. Allerdings die Felgen. Ich finde, die passen einfach nicht zu so einem alten Backstein. Das sieht irgendwie nicht schimmig aus. Aber trotzdem super interessantes Fahrzeug. Den kriegen wir hoffentlich, wenn er angemeldet ist, auch mal vor die Linse. Ja. Wir haben ja erst einen Senator gehabt, selbe Zeit, Mark Corsa, Facelift. Super geiles Auto, mag ich ja. Gerade diese spartanischen, null ausgestatteten Kleinwagen der späten 80er. Opel-typisch natürlich hier mit einem größenden und drückenden Radlauf. Erschlagen. Aber jetzt gehen wir mal in die Garagen rein, weil da stehen interessantere Sachen wahrscheinlich für euch nicht. Es geht ja nicht um mich, es geht ja um euch. So, interessant geht's weiter. Die Pforten öffnen sich. Hier haben wir ein W124 T-Modell 280er. Ist ein Mopf 2. Sieht man daran, wie gesagt, die Motorhaube eine andere Form. Der Grill ist integriert in die Haube. Wir haben einen wunderschönen M104, auf den wir dann mit Sicherheit auch im März dann mal richtig eingehen kann, auch um die T-Modell spezifischen Sachen zu erklären. Ja, super Auto in blau-schwarz, 93 PS mit Sportkaro sitzen. Ein absolutes Leckerchen. Ja, noch ein 4er Golf haben wir hier stehen, der ist der Mutti vom Silvan, das ist ein 20V Turbo. Relativ rostfrei, schöner, guter Zustand, ist sie tatsächlich daily gefahren, inzwischen fährt sie was anderes daily. Wie gesagt, wenn ihr Bock auf VAG und 4er Golf habt, gehen wir da auch gerne mal drauf ein. So ein schöner GTI, was damals ja beim 4er eine Ausstattungslinie war, ist natürlich immer super speziell. Ja, wir haben ja auch übrigens ein Oettinger Grill verbaut, das ist ein komplettes Oettinger Paket. Sieht man eigentlich fast gar nicht, fällt auch jetzt erstmal gar nicht so aus, auf, außer du bist natürlich ein Kenner dieser Fahrzeuge. Ist spannend, können wir eigentlich auch mal filmen. Das ist Mercedes-Benz Blech. Ich liebe es, Mopf 0, erste Serie mit bröckelndem Kotflügel. Wir haben hier einen W124, erste Serie, wie gesagt, ohne Seitenverklampung und ohne Sachkobretter. Mopf 0 in Silberdistel, der ist relativ tot, aber er ist trotzdem schön. Wir lieben ja gerade diese ausgefallenen 80er Jahre Farben, aber wenn wir jetzt hier hochfahren, da stehen, glaube ich, ein paar schönere Autos, oder? Also, was haben wir hier? Wir haben hier eigentlich meinen Favoriten in Silvans Fuhrpark. Wir haben hier einen 324V, W124, ne S124 eigentlich, so ein Kombi. Wie gesagt, mit dem M104 24 Ventilmotor, 220 PS. Leider ein Automatik, weil wenn du den als Handschalter bestellt hast, wir wissen es ja alle, war der erste Gang unten links Sportgetriebe von G-Track, was auch zum Beispiel der 190er Evo drin hatte oder der E30 M3. Super geil, also finde ich wirklich, ist ein sehr, sehr schön charakteristisches Fahrzeug. 8-Loch-Alus drauf mit einer super Ausstattung, er hat Velour-Sitze drin, den müssen wir auf jeden Fall, ja, wenn das Wetter schöner ist, mal genau unter die Lupe nehmen. Ja, was haben wir hier? Die Kenner sehen es. Ein Vierzylinder. 230E, Mopf 1 auch.
wie ich finde, weniger besonders jetzt erstmal, was so die ganze Farbgebung und das Modell angeht, aber er hat halt unglaublich wenig Kilometer. So lange hat er gelaufen? 42.000 Kilometer aus erster Hand, sensationell. Also der Zustand, der übertrifft sogar noch den 300D, den wir ja gefilmt haben. Ja, ansonsten, wie gesagt, das Sportline-Paket, 15 Loch Alus, optisch eher unauffällig, aber trotzdem interessant. Ja, da steht noch so ein komischer Plastikboxer von Tobias. Mit so Autos haben wir nichts zu tun, das wollen wir nicht sehen. Eigentlich ist hier der Motor hier vorne. Ein Elektroauto ist es auch nicht, also ist der Porsche-Motor hinten. 987 Facelift. Mittelmotor. Mit einem komischen Mittelmotor, immerhin hat er 6 Zylinder unter der Haube. Aber hier machen wir schneller wieder zu, weil natürlich stehen auch mal interessantere Fahrzeuge. Angekommen in Halle Nummer 2, Anwesen Nummer 2 muss man eher sagen. Wir haben hier noch ein paar tolle Prunkstücke für euch parat gestellt. Einmal, ja, was haben wir denn hier? Helmut Kohl haben wir euch mitgebracht. 140er Mercedes, erste Serie, ein 91er tatsächlich. 8-Loch-Alufelgen, wie man sie auch vom 124er kennt. Eine spanische Ausführung haben wir hier. Hinten noch ganz klassisch mit den wunderschönen Peilstäben. Ah, da geht einem noch das Herz auf. Leider ein umgebauter Motorhaube, ist ein 91er 500e, noch kein E500. Siehst du natürlich hier schön von Porsche breit ausgestellte Kotflügel, 8-Loch Alus, 326 PS im selben M119 5 Liter, der auch im 140er drin ist, aber der hat 320 PS, der hat 6 nochmal oben drauf gekriegt. Den werden wir auf jeden Fall filmen, wenn er dann zugelassen ist. Also ab März wahrscheinlich, irgendwie sowas. Ja, nochmal blau-schwarz, da haben wir hier einen 124er C, also Coupé, 320er Motor, M104 natürlich wieder, der liebe Kabelbaumproblemmotor, 220 PS, 3,2 Liter, 6 Zylinder, ja, noch zwei mit schönem grauen Interieur. 733 kennt ihr schon auf Englisch von uns. Hier tatsächlich einer in Sterling Silber, ist ein 91er Baujahr oder 90er, 90. M30, B30, selber Motor wie unserer, also da brauchen wir wahrscheinlich eher nicht drauf eingehen, vielleicht höchstens mal in einem Vergleich, weil das ist eine Automatik und er steht auf den E39 BWS Kreuzspeichenfelgen. Wir kommen zurück, Bollen, Maluch, Polski Fiat Maluch, 126 Fiat Lizenzbau von 1980, ist auch sehr klein, 23 PS, Auto mit wenigster Leistung in Fuhrpark von Tobias und Silvan, ist Cabrio mit Überrollbügel, kannst du Klappe hoch, fällt nach vorne rum, also Sicherheit ganz klein geschrieben, kleine Fiat aus Polen, wenn du fährst Autobahn, LKW-Fahrer aus Polen, du kriegst immer einmal tot oder einen Daumen hoch. Fahrzeug super, wir filmen auf jeden Fall, wenn Wetter zulässt und wir fahren können, offen. Hier drüben haben wir noch einen Käfer stehen. 70er Baujahr, mit Käfern kennen wir uns tatsächlich leider nicht aus, aber es ist ein wunderschöner Boxer, 2 Zylinder oder 4 Zylinder, was haben wir mit dem 4 Zylinder? Wir kennen uns nicht aus mit Käfern, jedenfalls wie gesagt, ist hier auch noch zum Filmen bereit für die nächste Saison, wenn das Wetter wieder ein bisschen schöner ist. Super schöne Farbe, originaler Zustand, haben nur 34 PS haben die, glaube ich, ohne rechten Außenspiegel und weiter geht's in Halle Nummer 4, 5, 6, ich weiß es nicht mehr. Wir gehen rüber. Wir haben das schönste Auto vergessen. Eine originale Charleston Ente. 2 CV6 in Bordeaux-Rot und mit die schwarze Applikation. Wir haben uns bei Enten leider auch genauso wenig eingelesen wie bei Käfer, aber das machen wir auf jeden Fall nächstes Jahr. Da gibt es ein intensives Video darüber. Ich freue mich sehr, weil die Ente ist einfach ein wunderschönes Fahrzeug. Ich freue mich sehr auf Ente. Wir gehen jetzt weiter in die nächste Halle von Mercedes und werden euch dann wieder mit einem anderen Akzent beglücken. Was? Käfer habe ich schon gefilmt. Aber wir haben noch eine Halle. Diese Menschen haben zu viele Fahrzeuge. Ja, wir haben euch vorhin schon gezeigt, wir haben einen DKW, ein Auto Union. Hier haben wir nochmal einen in einem sehr, sehr schönen Zustand. Allerdings eine ganz andere Farbgebung natürlich, als wir es bei dem anderen gesehen haben. Der andere hat einen Viertürer, hier haben wir einen Zweitürer. Das ist 50er, 60er Jahre verbockt, das ist einfach wunderschön. Vielleicht kriegen wir den anderen ja fertig und können euch den dann auch mal in einem Vergleich, in Kooperation dann zeigen. Ja, hier haben wir das besagte Cabrio, was wir noch vorhin angesprochen haben.
Ja, wie ihr seht, 324V, leider auch wieder eine Automatik, wieder Kombi. Blau-Schwarz, 8-Loch. Der Mann hat ein Faible für Blau-Schwarz und 8-Loch. Und wie ihr seht, auf der 124er. Ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt, wie viele es inzwischen gewesen sind. Aber jedenfalls ist das das einzige Cabrio. Innen schwarzes Meder, Mopf 1 Sportline. Herausragendes Fahrzeug. Ja, aber wie gesagt, ein paar andere Mercedes haben wir auch noch. Nicht wirklich klassisch, aber ein klassischer 6,2 Liter Saugmotor befindet sich hier in diesem wunderschönen S211. Das ist ein 63er AMG von Tobias mit einer tollen Farbkombination. Also außen in diesem wunderschönen dunkelblau. Innen hat er so cremefarbenes Leder, auch das Armaturenbrett creme. Also den müssen wir auf jeden Fall unbedingt auch vor die Linse bringen, allein um auch mal was mit Leistung zu haben. Weil hier haben wir, wie viel PS haben wir? 514 PS. Das haben alle anderen Autos zusammen, die wir eben gerade gefilmt haben. Fantastisch, ja. Dann haben wir hier einen diamantblauen W126 gemopft. Ist ein 85er, also ein ganz früher Mopf. Wahrscheinlich auch sehr interessant, den halt im Vergleich zu sehen. Entweder mit dem SEC oder hier mit dem Vormopf. Wie gesagt, hier 500er, M117. Hier haben wir einen M116, ist ein 380 SE. Vormopf in Hansa-Blau, ist ein schöner Unilach. Tolles Fahrzeug, springt leider aktuell nur nicht an, den wollten wir nämlich eigentlich euch heute schon vor die Linse bringen, auch im Vergleich vielleicht mit dem SEC. Wie ihr seht, nichts draus geworden, aber den kriegen wir auch auf jeden Fall noch hin. Und zu guter Letzt, einer meiner absoluten Favoriten, ein 210er mit einem M119, also M119 420, E420. Super schönes Fahrzeug, relativ rostfrei, leider aktuell auch nicht zugelassen, also nicht filmbar, aber auch das werden wir mit Sicherheit im Frühjahr euch präsentieren und vor die Linse kriegen. Ja, jetzt gehen wir ein bisschen Bentley fahren, essen was zum Mittag vom reichen Amerikaner. McDonald's oder Burger King müssen wir noch mal schauen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir hoffen, ihr sucht euch ein bisschen was aus, was euch am besten gefällt, was wir euch auf jeden Fall als nächstes präsentieren. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video und ja, führt euch Gott, grüß Gott, auf Wiederschauen, tschüss, Jens.